Willkommen zu einem neuen Kapitel Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. In diesem Abschnitt geht es darum, wie wir uns die Quantisierungseffekte aus dem vorigen Kapitel im Frequenzbereich anschauen können. Da geht es um Rauschen, Rauschleistung, Signalrauschabstand, das heißt um das, was einen Nachrichtentechniker so am meisten interessiert. Im ersten Teil schauen wir uns erstmal die Definition an von Signalleistung, Rauschleistung und dem Verhältnis von beiden, dem Signal-zu-Quantisierungsrausch-Verhältnis oder Signal-to-Quantization-Noise-Ratio SQNR. Das Bild kennen Sie schon, das ist nochmal unsere allgemeine digitale Signalverarbeitung und wir gucken uns jetzt diesmal an, was tatsächlich passiert, wie man das beschreiben kann bei der Quantisierung hier vorne am Analogeingang und bei Requantisierung beispielsweise innerhalb oder am Eingang unserer Signalverarbeitung und vor dem Digital-Analog-Wandler. Im letzten Kapitel ging es um die Koeffizientenquantisierung und die erzeugt ein System, das zwar etwas unterschiedliche Eigenschaften hat zu dem System, was wir haben wollten, aber das System, was dabei rauskommt, ist normalerweise ebenfalls ein LTI-System. Also falls es nicht durch die Quantisierung der Koeffizienten instabil wird. In diesem Kapitel gucken wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir das Signal quantisieren. Also beispielsweise, wenn wir, wie gesagt, ein analoges Signal durch einen Analog-Digitalwandler schicken oder wenn wir in unserer digitalen Signalverarbeitung die Wortbreite von 32 auf 16 Bit kürzen. Und wir werden sehen, dass diese Art von Quantisierung, die Signalquantisierung, unser gesamtes System nicht linear macht. Wir hören das als Verzerrung oder Klirren oder tatsächlich als Rauschen, da wo dieses Quantisierungsrauschen halt auch seinen Namen her hat. Und das heißt, streng genommen dürften wir eigentlich gar nicht mehr unsere ganzen vertrauten mathematischen Methoden anwenden. Also Z-Transformation, Fourier-Transformation, Laplace-Transformation, all das ist streng genommen nur definiert für LTI-Systeme. Jetzt sind diese Methoden, diese Werkzeuge, die wir da in der Hand haben, sind so mächtig, wir sind so gewöhnt daran, die zu benutzen, dass der durchschnittliche Ingenieur ziemlich nackt aussieht, wenn er diese Methoden plötzlich nicht mehr hat. Und deshalb versuchen wir, alles, was irgendwie geht, anzuwenden, um zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht so ganz nicht linear, aber vielleicht hat das Signal ja auch eine harte Kindheit gehabt und wir können das trotzdem noch als linear ansehen. Und das machen wir in diesem Kapitel genauso, weil wenn wir diese Methoden nicht mehr anwenden dürfen, dann wird Analyse und die Synthese von Systemen wirklich, wirklich hart. Also, das machen wir auch. Wir sagen, okay, unser System ist eigentlich noch so mehr oder weniger fast ganz linear. Und wir werden uns dann aber anschauen, wie wir die Nichtlinearitäten, die wir nun mal haben aufgrund der Quantisierung, wie man die trotzdem mit in die Analyse mit einbeziehen kann. Und trotzdem noch die Z-Transformation und die Fourier-Transformation verwenden kann. So, schon mal ganz grob gesagt, betrachten wir das Rauschen als additiven Zufallsprozess. Und wenn man sich das jetzt wirklich genauer, mathematisch exakter angucken will, dann wird das analytisch selbst schon für sehr einfache Signale sehr, sehr hässlich. Die beiden Papers hier von Bennett und die von Gray, die ich Ihnen aufgelistet habe, die sollte man relativ einfach bekommen können über Google. Ich muss zugeben, ich bin bei beiden Papers nach wenigen Seiten ausgestiegen, weil das Verhältnis von wirklich komplizierter und komplexer Mathematik und dem Erkenntnisgewinn fand ich jetzt für mich nicht so groß. Der größte Erkenntnisgewinn für mich war tatsächlich zu sehen, wie toll man Signale analysieren kann, solange Linearität als gegeben angenommen werden kann. So, auch diese Folie haben Sie ähnlich schon mal gesehen im letzten Kapitel. Hier gucken wir uns jetzt mal an, wie sieht das mit der Signalleistung aus. Also der erste Schritt auf dem Weg dazu, wie wir die Signalrauschleistung berechnen können. So, wie gesagt, die wichtigste Einheit ist eigentlich die Quantisierungsstufe auf der einen Seite, also der Wertebereich, den mein Signal für eine Codestufe annimmt,
und auf der anderen Seite der Gesamtbereich, der Full-Scale-Range. Also das heißt, der Bereich meines Eingangssignals, was den gesamten Wertebereich meiner Codes ausnutzt. Und die hängen zusammen über Full-Scale-Range ist 2 hoch die Anzahl der Bits mal der Quantisierungsstufe. Für uns ist jetzt hier wichtig der Aussteuerbereich. Das heißt, welche Amplitude darf ein sinusförmiges Signal maximal noch haben, ohne dass ich es jetzt irgendwie kappe oder verzerre. Und da sieht man natürlich leicht, dass die Amplitude maximal die Hälfte des Full-Scale-Ranges sein darf. Wenn wir genau sein wollen, müssen wir hier noch 1 abziehen, damit wir einen symmetrischen Aussteuerbereich haben. Wir werden hier sagen, wir haben so viele Bits, dass das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes im Rauschen untergeht, dieser kleine Unterschied hier. Das heißt, wir nähern, maximale Amplitude ist der halbe Full-Scale-Range. So, und dann können wir die maximale Signalleistung, maximal darstellbare Signalleistung, auch in Abhängigkeit von der Anzahl der Bits und unserer Quantisierungsstufe ausdrücken. Das geht ganz einfach. Wir sagen, die maximale Amplitude ist Full Scale Range halbe. Also ist die maximale Signalleistung Full Scale Range Quadrat Achtel. So, und für den Full Scale Range setzen wir das hier ein. Ein Achtel ist 2 hoch minus 3 und dann haben Sie die Formel schon ganz automatisch. Das werden wir im nächsten, übernächsten Schritt sehen, dass das sehr praktisch ist, unsere maximale Signalleistung auf diese Art zu schreiben. Auch diese Folie gab es schon mal in sehr ähnlicher Form. Hier geht es jetzt um das Rauschen und die Rauschleistung. Und zunächst mal gucken wir uns dazu nochmal den Quantisierungsfehler an. Wir hatten ja gesagt, die Quantisierung oder auch die Requantisierung reduziert unsere Amplitudenlösung und dadurch entsteht ein nicht korrigierbarer Quantisierungsfehler Epsilon. Und dieser Quantisierungsfehler Epsilon, über den können wir normalerweise eigentlich nichts sagen. Wir kennen unser Signal ja vorher nicht und deshalb können wir natürlich auch über den Quantisierungsfehler nichts sagen. Wir können aber durch einfaches Umformen dieser Gleichung die Quantisierung jetzt darstellen, dass wir sagen, okay, mein XQ, mein quantisiertes Signal oder Quantisierungsstufe mal meinem Code, das ist gleich meinem echten Signal, meinem Eingangssignal plus diesem Fehler Epsilon. Da ist jetzt eigentlich noch gar kein Erkenntnisgewinn drin, das ist wirklich nur diese Gleichung hier umgestellt. Hier ist nochmal der Quantisierungsfehler dargestellt und das, wo unsere Sägezahncharakteristik hier nach oben abhaut und hier nach unten, da verlassen wir dann den Full Scale Range. Das gucken wir uns jetzt hier in diesem Kapitel nicht an. Wir gehen davon aus, unser Signal verhält sich gut und ist innerhalb von unserem Aussteuerbereich. Dann bewegt sich unser Quantisierungsfehler zwischen minus Q halbe und plus Q halbe. Und wenn Sie es nochmal wiederholen wollen, können Sie nochmal nachschauen, welche Art der Quantisierung, Requantisierung das hier entspricht. Das haben wir im letzten Kapitel gemacht. So, wie gesagt, wir können über Epsilon jetzt im Einzelnen zu jedem gegebenen Zeitpunkt nichts sagen, weil wir unser Signal ja auch nicht vorher kennen. Was wir aber machen können, ist nicht immer, aber fast immer statistische Aussagen über diesen Quantisierungsfehler treffen. Und dafür brauchen wir jetzt wiederum diese Darstellung hier. Das heißt, wir machen als Ersatzschaltbild für unsere Quantisierung, machen wir jetzt diesen Signalflussgraphen und wir machen das, obwohl wir dieses Epsilon von n nicht kennen. Aber wie gesagt, wir werden gleich sehen, man kann ein paar statistische Aussagen über den mittleren Quantisierungsfehler treffen. So, hier ist nochmal ganz noch stärker schematisiert so eine Requantisierung dargestellt. Das heißt, wir gehen von einer Wortbreite W1 aus, requantisieren das auf die Wortbreite W2 und W2 muss natürlich kleiner sein als W1, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Dann haben wir wieder diese Darstellung von der vorigen Folie. Und wir können schreiben, das quantisierte Signal von x von n ist gleich x von n plus diesem Quantisierungsfehler. So, und jetzt kommt der eigentliche
interessanter Schritt. Hiermit können wir jetzt unter bestimmten Bedingungen in die Frequenzebene wieder gehen. Das heißt, das, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es nicht wirklich möglich, weil die Quantisierung oder Requantisierung ein nichtlinearer Vorgang ist. Aber wir gucken mal, ob wir das nicht trotzdem irgendwie hinbekommen. Und das hier ist jetzt die Lösung zu diesem Problem. Das heißt, wir sagen, wir addieren hier eine Größe. Und jetzt müssen wir nur über diese Größe irgendwas noch wissen, damit wir da auch einen Wert für einsetzen können, damit wir diese Addition im Frequenzbereich durchführen können. Und wir können das machen, wenn wir diesen Quantisierungsfehler jetzt im zeitlichen Mittel über den als stationären Zufallsprozess betrachten können. Das heißt, das Signal und der Quantisierungsfehler, die sollen unkorreliert sein. Sprich, Gegenbeispiel dafür wäre, wenn Sie ein sehr kleines Signal haben, was jetzt nicht mal eine Quantisierungsstufe umfasst, dann wäre beispielsweise das Eingangssignal der Quantisierungsfehler gleich, also sehr stark korreliert. Das heißt, das darf nicht auftreten. Dann sollen aufeinanderfolgende Samples unkorreliert sein. Und unkorreliert heißt, ich kann aus meinem vorigen Sample nichts über das nächste Sample aussagen. Und das ist jetzt eine Beschreibung im Zeitbereich. Und im Frequenzbereich würde ich sagen, das ist weißes Rauschen. Das heißt, es ist komplett zufällig, alle Signalkomponenten sind gleich wahrscheinlich. Ein Gegenbeispiel dafür wäre, wenn Sie eine sehr langsame Rampe haben, dann wird der Quantisierungsfehler mit Schritt für Schritt ganz langsam ansteigen, bevor dann irgendwann wieder eine Quantisierungsstufe kommt. Das wäre sicherlich eine relativ starke Korrelation zwischen Quantisierungsfehler und Eingangssignal. Dann soll die Verteilungsdichtefunktion des Fehlers konstant sein. Das setzt zum Beispiel voraus, dass Sie oft genug jetzt Ihre Quantisierungsgrenzen überschreiten. Wenn Sie jetzt wiederum das Beispiel vom ersten Mal hier haben, ein sehr, sehr kleines Eingangssignal, was nicht mal die Quantisierungsgrenzen erreicht, dann wäre Verteilungsdichtefunktion nicht konstant zwischen minus Q halbe und plus Q halbe. Das darf also nicht auftreten. Diese Voraussetzungen sind mehr oder weniger gut erfüllt. Sagen wir für typische Fälle, so wie wir sie betrachten, Sie haben einen Analog-Digital-Wandler von mehr als 8 Bit und Sie steuern den halbwegs vernünftig aus mit halbwegs normalen Signalen, dann kann man sagen, diese Voraussetzungen sind gut erfüllt. Wo sie zum Beispiel nicht so gut erfüllt sind, sind Sigma-Delta-Wandler, die nur mit einem oder ganz wenigen Bit quantisieren. Die muss man ein bisschen genauer und ein bisschen spezieller analysieren. Was uns jetzt noch fehlt, ist eine Berechnung der statistischen Parameter, der Erwartungswerte dieser Zufallsgröße. Und uns interessiert vor allem der Mittelwert, also DC, und die Varianz, also die AC-Leistung des Rauschens. Und unsere Verteilungsdichtefunktion, das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist mein Quantisierungsfehler an einer bestimmten Stelle hier zu finden, also mit welcher Wahrscheinlichkeit hat der Quantisierungsfehler welchen Wert, der ist beim Runden ganz gleich verteilt zwischen minus Q halbe und plus Q halbe. Wenn ich hier drüber jetzt einfach integriere, dann muss der Wert 1 rauskommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mein Quantisierungsfehler zwischen diesen Grenzen sich bewegt, der muss einfach 1 sein. Vorausgesetzt, ich verlasse nicht meinen Full-Scale-Range, sonst kann natürlich der Quantisierungsfehler auch deutlich größer sein. Wenn ich jetzt den Mittelwert berechne mit dem Integral hier, dann sehe ich, dass beim Runden, wie erwartet, mein Mittelwert 0 ist. Berechne ich diesen quadratischen Erwartungswert, dann komme ich auf Q² Zwölftel. Und das ist so eine Art Universalgröße der Quantisierung. Dieser Wert Q² Zwölftel für das Quantisierungsrauschen, für die Quantisierungsrauschleistung, die tritt ständig auf. Also ganz wichtig, sich das zu merken. Nehmen wir jetzt Wert schneiden anstatt Runden, dann ist mein Quantisierungsfehler im Bereich zwischen 0 und Q. Wenn ich jetzt nochmal meine statistischen Größen erster und zweiter Ordnung berechne, dann komme ich für den Mittelwert auf Q halbe, wie erwartet.
Und das heißt, ich bekomme einen systematischen DC-Fehler, der je nach Anwendung ziemlich störend sein kann. Die AC-Rauschleistung, die ist wieder die gleiche wie vorher. Die AC-Leistung oder die Varianz des Quantisierungsrauschens ist in beiden Fällen gleich, Q² Zwölftel, oder ich kann das Q jetzt wieder ersetzen durch 2 hoch minus 2W mal FSR und bekomme dann einen Ausdruck für mein Quantisierungsrauschen, für die Rauschleistung in Abhängigkeit von dem W und dem FSR. Und jetzt sehen wir auch, was für einen Vorteil das gehabt hat, dass wir die Signalleistung in Abhängigkeit von dem W und dem FSR berechnet haben. Jetzt können wir die beiden nämlich ganz leicht gleich in Beziehung setzen zueinander. Das machen wir jetzt. Das Verhältnis von Signalleistung und Quantisierungsrauschen, Quantisierungsrauschleistung, nennen wir SQNR, Signal to Quantization Noise Ratio. Die Signalleistung bei voller Aussteuerung. Erste wichtige Randbedingung, einem Sinussignal. Zweite wichtige Randbedingung ist a Quadrat halbe. Ich hoffe, Sie wissen das alle noch. Leistung eines Sinussignals ist die Amplitude zum Quadrat halbe. Und das kommt daher, weil der Effektivwert eines Sinussignals die Amplitude geteilt durch Wurzel 2 ist. Die Leistung ist der Effektivwert zum Quadrat, also a Quadrat halbe. So, und das hatten wir ersetzt durch FSR Quadrat Achtel oder diesen Ausdruck aus W und Q. Die Quantisierungsrauschleistung, Q Quadrat Zwölftel, hängt jetzt nur von der LSB-Größe ab. Das ist auch ganz wichtig. Da hat das Eingangssignal erstmal gar nichts mit zu tun. Das heißt, egal ob Sie ein kleines oder ein großes Eingangssignal haben, die Rauschleistung ist immer gleich. Das Verhältnis von diesen beiden ist jetzt, ja, wie hier geschrieben. Jetzt gucken wir, was steht hier. 2 hoch 2w minus 3 mal q Quadrat. Und En ist q Quadrat durch Zwölftel. Das heißt, das q Quadrat kürzt sich direkt raus. Und die 12 taucht jetzt hier auf. Jetzt können wir die 12 noch schreiben als 8 mal 1,5. Dann kürzt sich diese 2 hoch minus 3 hier noch weg. Und dann bleibt die berühmte Formel übrig für das SQNR. Wenn wir das jetzt nämlich logarithmieren, dann wird aus den 1,5 1,76 dB. Und Achtung, wir rechnen hier jetzt mit Leistung. Das heißt, wir berechnen den 10er Logarithmus von 1,5 und multiplizieren das mal 10, nicht mal 20 diesmal. Die 2 hoch 2w. Wenn wir die logarithmieren, dann steht hier 2w mal der Logarithmus von 2 mal 10 wieder, wegen den Leistungen. Das heißt, es bleibt übrig 20 mal w mal log 2. Und da bleibt genau dieser Ausdruck stehen. Probieren Sie es mal selber aus mit dem Taschenrechner. Das ist nicht so geheimnisvoll. Wichtig ist es nur bei dieser Formel, dass wir immer daran denken, die gilt nur dann, wenn Sie wirklich volle Aussteuerung haben. Das heißt, hier sollten wir immer dazu schreiben, das ist das SQNR Max, also das maximal erreichbare Verhältnis aus Signalleistung und Rauschleistung. Und das gilt auch nur für sinusförmige Signale. Haben Sie jetzt ein Sprachsignal, was jetzt eher wie ein stochastisches Signal ist, oder ein Dreiecksignal, dann kommen hier etwas andere Faktoren raus. Dieser Faktor mit 6,02 W, der bleibt immer gleich, aber hier hinten haben wir noch je nach Signalform ein bisschen anderen Summanden. Man kann das Spiel jetzt auch umgekehrt machen. Das heißt, Sie messen, was von der Messmethode auch immer, den SNR, also den Signalrauschabstand, und drehen diese Formel jetzt um und bekommen dann die Anzahl der Bits, also das W, raus für dieses SNR oder SQNR. Das heißt, wir bekommen dann eine Vergleichsgröße. Wir sagen, wenn das ein ideales Signalverarbeitungssystem wäre, ein idealer AD-Wandler, dann hätte der jetzt zum Beispiel 13,7 Bit.
Und dann kann man das damit vergleichen. Wenn es ein 16-Bit-Wandler sein soll, was uns der Hersteller verkauft hat, dann wären jetzt 13,7 Bit eher ziemlich schlecht. Bei einem 14-Bit-Wandler sind 13,7 Effective Number of Bits schon ziemlich gut. So, und jetzt ist der Unterschied, was ist denn jetzt SQNR und was ist SNR? Wenn Sie eine Messung haben, dann wissen Sie normalerweise nicht, wo das Rauschen herkommt. Das könnte thermisches Rauschen sein, das könnte Quantisierungsrauschen sein, das kann alles Mögliche sein. Das heißt, da wäre es jetzt korrekter, vom SNR zu reden. Beim SQNR Max, das ist klar, wir machen eine Abschätzung, was ist denn maximal erreichbar? Da geht nur die Signalleistung ein und nur die Quantisierungsrauschleistung, dann ist SQNR Max gerechtfertigt. Ansonsten ist es eigentlich immer besser, von SNR zu reden, wenn wir nicht wissen, wo jetzt das Rauschen herkommt. Jetzt haben wir im letzten Kapitel gesagt, eigentlich ist das Komma in der Zahlendarstellung nur in unserem Kopf. Ist die Frage, was ist mit dem Signale, mit der Rauschleistung? Ist die auch nur in unserem Kopf? Und da muss man sagen, ja, im Prinzip, wenn Sie rein digitale Signale haben, dann ist ja die Frage, wie viel ist denn jetzt unsere oberste Stelle wert? Was ist der maximale Wertebereich, den ich in einem bestimmten Zahlenformat darstellen kann? Der liefert mir jetzt unterschiedliche Amplituden und dementsprechend auch unterschiedliche Signalleistungen. Das sehen wir hier für unterschiedliche Zahlenformate bekomme ich unterschiedliche Leistungen. Jetzt kann es natürlich nicht sein, dass nur abhängig von dem, was in meinem Kopf passiert, dass plötzlich die Signalleistung oder das Signalrauschverhältnis sich ändert. Und das tut es auch nicht, weil nicht nur die Signalleistung, auch die Rauschleistung hängt davon ab von meinem Zahlenformat. Und das Verhältnis von den beiden, das ist eigentlich das, was den Nachrichtentechniker, den Ingenieur der Kommunikationssysteme macht, am allermeisten interessiert. Das Verhältnis von der maximalen Signalleistung und der Quantisierungsrauschleistung, das ist immer konstant, das ist unabhängig vom Zahlenformat. Das heißt, da ist die Welt noch in Ordnung. Und diese Formel, das maximale Verhältnis von Signalleistung und Quantisierungsrauschleistung, die wir auf der vorigen Folie hergeleitet haben, die gilt natürlich in allen vier Fällen hier. Das war jetzt der erste Teil von unserer Betrachtung von Signal- und Rauschleistung. Und im nächsten Abschnitt gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Definition von Leistung und Energie. Dann danke fürs Zuhören. Thank you.